Bonjour, willkommen, willkommen, Madame et Monsieur, zu Nils Place. Und auch heute wieder mit mir, Schlüpfer, einer von den größten, verkannten Künstler und Seetaucher von der ganzen Welt. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest 2, wo wir das letzte Mal hinabgegangen sind in die Meer. Und mit dem Meervolk gesprochen haben, mit Triton höchstpersönlich, dessen Dreizack irgendwie aus seinem Thronsaal entwendet wurde. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Möglicherweise hat Triton geschlafen und die Sharkies, also ich weiß noch nicht genau, was die Sharkies sind, aber ich vermute, es sind Eiwesen, haben seine Triton einfach schleichenderweise, ich weiß nicht, wie Fische schleichen können, aber ich vermute, dass das so abgelaufen ist, entwendet und sind ganz schnell weggeschwommen. Aber ich bin ihnen auf den Fersen, also auf geht's. So, dann wollen wir mal sehen, wo wir hinkommen. Wir sollten uns in Acht nehmen vor die Sharkies. Warum ist diese Licht in meine Gesicht? Ich asche Licht in meine Gesicht. So kann ich besser spielen. Ich glaube, das habe ich keine Oh, mon Dieu, da sind die Sharkies. You glance at the shark nervously, but it does not seem to be paying you much attention. In Ordnung, ich sollte aufpassen, nach Norden schwimmen. Oh, ich glaube, das ist eine von diesen Sharkies. Oui, ich glaube, you saw a Sharky in the sea. He quickly made a meal of thee. If you want your life prolonged, next time don't delay so long. Mon Dieu, ich sollte wirklich eilen, wenn ich die Sharkies sehe. Von Meilen. Denn Sharkies können offensichtlich schnell schwimmen durch die See. Zu schnell. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe gereimt. Bis da. Ich brauche etwas, um sie zu töten, Mon Dieu. So, das sollte ausreichen. Ich meine, ich bin eine König. Ich kann ja wohl mit einem Schwert umgehen, nicht wahr? Oh, was ist das? This underwater. You can't reach. You need to get close. Ich bin unterwegs, mon Dieu. Was ist das? There is nothing of interest lying on the seabed, and you are not here to collect shells. You sluggishly attempt to grab some of the small fish in your palm. However, they easily evade you by zipping around your hand and through your fingers. Mon Dieu, was mache ich mit diesen Dingen? Wie kann ich die fangen? Got a light? Okay, sie geben. These small luminescent fish are feeding on a strange looking plant. Ich könnte die Pflanze. Lean over and pick some of the grass. While the fish are attracted to the grass, they won't come close to you while you're holding it in your hands. Ich brauche eine Möglichkeit, diese Gras tragen, ohne sie zu tragen. Nothing. Möglicherweise. You chew on the end of the grass. It tastes sweet. Oh. This is the main entrance to the Sharky's fortress. Judging by the looks of things, simply entering and grabbing the trident will not be as easy as you'd hope. You get the feeling you should not dally here for any length of time. You can't use. This guard would not be interested in anything of yours. Was mache ich? Your sword is far too heavy and cumbersome to wield underwater. You'd best resort to a non-violent approach. No, mon Dieu, ich will nicht! Maybe a frontal approach wasn't such a good idea. Sie sind doch nicht so gesprächig. Ich finde es sehr unangenehm, mit solchen Wesen zu kooperieren. Ich meine, wenn sie gesprächig wären. Ja, mon Dieu, dann könnte ich vielleicht etwas mit ihnen anfangen, aber... Oh Gott. Der Fisch ist zu fast und slippery für dich zu catch. Your speech becomes little more... Was... You can't be sure, but there seems to be something odd about this fish's swimming patterns. Du hast recht, dort ist ein Geheimgang. Danke, lieber Fisch, dass du mir diesen Geheimgang gezeigt hast. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. Ich wusste. It's pitch black in here. You cannot see a thing.
You'll need to find some sort of light source before you are able to proceed. It's pitch black in here. Oh, möglicherweise bei die kleine Schiffswand. Debris from a wrecked vessel lies strewn and half buried on the seabed. Seeing no remains of the crew, you wonder if they were eaten before or after. You need to get. Ich werde näher herangehen und ich werde etwas finden, worin ich diese. Examining the heavily waterlogged remnants of the vessel, you notice an old antique body buried in the sand. Kluge Lupe. You lean over in your saddle and manage to scoop it up. Eine so brillante Lupe. Ich weiß gar nicht. Nothing. Ich bin verwirrt. You remove the cloth from the bottle. Mon Dieu. You give it a quick wipe. You give it a quick wipe. You chew on the... Nothing. It is a large sheet of cloth. It is a large... Das hat mich... You... Unmöglicherweise... Ah, da ist die Flasche. You chew... You stuff the sugary... It has a silk... You give it a... In Ordnung. You can't use... Das aber ich, jetzt muss ich um, ich muss eine speichern, dann muss ich um die kleine Shaki herum, die dort in die Weg ist, und dann sollte das alles keine Probleme mehr für Lupia machen, dann bin ich so gut wie in die sichere Affen. Also in die dunkle Öle, wo vermutlich viele gefährliche andere Monster sind, aber zumindest so halbwegs in die sichere Affen. Darf ich? Dankeschön. You place the baited bottle on the seabed, close to the luminescent fish. Oh, möglicherweise. Ich brauche nur ein paar. Komm. Ja, ich sehe. A few of the glowing fish are now swimming around inside the bottle. Nun muss ich nur noch die Tuch dort oben heraufpacken und ich bin. You can't use. Okay, ich nehme sie einfach. You take the bottle. Ich bin eine... Ich wollte gerade sagen Genie, aber es ist viel passender zu sagen, ich bin eine Lupierre. Was haben wir? Wir kommen gleich in die Dunkelheit und dann kommen wir zu die Triton, zu die Shaki-König. Bei Triton war ich schon, der war nett. Ich glaube, der Shaki-König ist ein bisschen unangenehm, aber das ist nur ein Vorurteil. Vielleicht sollte ich mit die rassistischen... Mit die rassistische Bemerkung etwas zurückhalten. Oh, ich sollte speichern, weil sonst verirre ich mich nur. In Ordnung, ich speichere nochmal. So weit bin ich schon gekommen. Ich glaube, ich bin. Oh, das ist eine Tür. Ich glaube. You can't budge the shell. Either it opens from the other side or it's just plain stuck. In Ordnung. Das ist ein bisschen unglücklich. A large opaque shell seemingly blocks a tunnel to the north. Whatever lies in that direction must be very important. Wie komme ich jetzt denn durch? Ich habe nur eine Tour. The shell door remains sealed tightly. Ich dachte mir sowas. Ich nehme die Ammer und schlage es. The shell door remains sealed tightly. Was kann ich? Wie kann ich? Ich weiß nicht, das ist doch... Ach, mon Dieu. Mon Dieu, ich weiß gar nicht, wie ich dort dem durchkommen soll. Ich kann es... Oh, mit meinem Schwert kann ich es... Oh, ich kann etwas mit meinem Schwert tun. Ich weiß nicht... You slide your blade through a small gap in the door and pull with all your might. It is difficult handling your weapon underwater, and you realize that combat will not be an option. So if it ever comes to that, you're in big trouble. Ich habe es schon ein, zwei Mal... bemerkt. Oui. As you open the door, ample light floods into the underwater cave, and you are now able to make your way around without the glowing fish. Ich würde gerne wieder auf die Seepferd. Ich glaube, das ist die beste Variante. You remount the seahorse. Ja, das war eine große Herausforderung, danke. You think it wise to dismount before proceeding any further.
Ich sollte absteigen, meinst du? In Ordnung, wenn du das für die richtige Weg hältst? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich bin im Dishaki-Königreich. Oh no, the seahorse has followed you. Let's hope it doesn't give your presence away. You are safely concealed behind the remnants of a stone archway. This is fortunate, as the king of the Sharkies is also here. Aside from his menacing appearance, he also seems to be in a very bad mood. Ich glaube, das ist... I do not understand it. It should work for me. No! Is it not written that Trident's power can only be wielded by those of goodwill? Well, is it not? Möglicherweise, weil du es gestohlen hast, du dämliche Idiot. And do I not possess the greatest will in this kingdom? No one can best me in battle. My resolve is unshakable. No amount of bleeding can dissuade me from slaughtering my enemies. Du bist offensichtlich ziemlich dumm. My will is the best there is. The Sharky King's aides seem all too willing to agree. Then why does it not work? Weil du dumm bist, du dämliche Idioten, Sharky König. You watch carefully as the Sharky King taps four shells in order around the arch. Hat sich das jemand gemerkt? It matters not. Tomorrow we invade the Mer people's territory. For without the Trident's power, that old fool Neptune and his weakling followers will fall before our might. Ich muss sie aufhalten. Mine is superior to all. Das darf nicht passieren. As he leaves, the Sharky King motions for his guards to remain. Lupère muss diese Invasion aufhalten. Aber wie kann ich das tun? Ich komme nicht an diese Wachen vorbei. A seahorse whisperer, you are. Ich bin keine. Wie kann ich? You can't. This guard would not be interested in anything. Ich muss irgendwie für Ablenkung sorgen. Wie lenke ich sie ab? Ich versuche es erstmal so. The guards have noticed you. Did you expect to just float by unnoticed? There are some intelligent guards out there. Oui. Das hat nicht funktioniert. Having an idea, you approach your somewhat reluctant steed and slap him hard on the back. Es war gut. Ich dachte mir so etwas, aber ich wusste nicht, wie ich es umsetze. So hat es funktioniert. In Ordnung. Könntest du bitte... Ja, das ist in Ordnung. Jetzt musst du nur noch schaffen, ein bisschen unauffällig zu bleiben. Nur ein bisschen. Nicht zu viel. You push on the shell. It moves back slightly into the wall. Okay, in Ordnung, das hat nicht funktioniert. Nein, nein. Und hier, das ist diese, dann ist es diese. Zweimal. Und dann ist es diese. Ah, es funktioniert. Ich glaube, es hat... No, da sind Wachen hinter mir. You were never any good with this sort of thing at school. Mon Dieu, ich habe doch... Es war irgendwie so... Es war... You push on the shell. It moves back slowly. Eine. Dann war es diese. Dann war es nochmal diese und... dann war es diese. Yeah. Mann, ja, ich bin so gut. Ich habe es geschafft in die zweite Versuch, ohne zu wissen, was überhaupt Sache ist. Ich möchte nicht dort eingesperrt werden. Nimm die Dreizack und geh. Without delay, you snatch up the trident before the guards return to their posts. Und nun verschwinde ich, bevor ich eingesperrt werde. It appears as if the guards are losing interest in the seahorse. You had better get out of... Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Schwimm! Schwimm, Lupère! Schwimm! Um deine Leben!
mit die Dreizack, die du gefunden hast. Lass uns dort entlang gehen. The guards have noticed you. The guards might have lost interest in chasing your seahorse, but they were quite interested in chasing you. Und nun schwimm, Lügbär! It appears as if the guards are losing interest in the sea. Schwimm, Lügbär, und rette die Seekönigreich! Rette die Seekönigreich so schnell du kannst! Oh, danke, das Seep. Oh no, the seahorse has followed you all the way back to the secret entrance. The guard. Lass uns schnell fliehen, liebes kleines Seepferd. Your seahorse glides onward, flicking its little tail faster than ever. You grip the reins tight, beeile dich, schnell! Your shoulder every so often to check for pursuing sentries. As you make distance, your anxiety melts into relief. But it is to be short-lived. Werde ich sterben, wenn ich es versuche? Ich versuche es. Wir schaffen das. Oh, ich sollte aufpassen. Das bedeutet, dass ich nicht dorthin kommen sollte, wo die Pfeile sind. Ich werde schneller sein als diese bösen Menschen. Ich meine, Schackis. Und ihr ausweichen, mein kleines Seepferd. Aua! Du bist inkompetent, du. Du dämliche, dumme Seepferd. Nicht in die Steine, das ist nur tödlich. Oh Mann, ja, zur Seite, du! Los, oh Mann, ja, stopp entlang! Oh. Sie kommen immer näher, oh Mann, ja, diese... Au! Oh no, sie sind schon so nah! Du schaffst es! Kleines Seepferd! Warum kommen sie immer näher? In die Mitte! Oh Mann, ja, nicht in die Mitte! Your getaway might be lacking something. Perhaps the getting away. Mon Dieu, zur Seite. Oh, das hast du gut gemacht, kleine Seepferd. Sehr gut. Du hast es fast geschafft. Komm, du musst nur noch ein bisschen schneller. Sie kommen immer näher, mon Dieu. Du musst das weichen, kleine Seepferd. Warum ist das denn so Your getaway might be lacking something. Perhaps the getting away part. Finally, you see the light at ja, ich habe es geschafft! Ich bin doch draußen gekommen! Ich bin so gut! Ich habe es endlich geschafft, Mon Dieu! Diese Seepferd ist so eine lahme Ente! As you emerge, you realize you have only seconds before the guards come out after you. And even if you could outrun them, you're sure the commotion would attract the sentry's attention. Then you'd be in real trouble. Suddenly, you hear a strange voice in your head. In my head? No, and goodwill, royal trident thou may. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin... You had the means to protect yourself. Perhaps you did not consider yourself worthy. Suddenly... Die Dreizack benutzen. Diesmal werde ich die Dreizack benutzen. Ich habe gemerkt, hätte sie vor ihnen benutzen sollen. Nun habe ich die Möglichkeit. Magische Dreizack! You wonder what that did, if anything at all. Schack ist die gegen eine magische Wand gern. Ich bin so gut. Auf Wiedersehen, Schackis. Auf Wiedersehen. Es wird Zeit zu gehen. The Trident guides you back to Neptune's realm. Nun, ich bin erfolgreich gewesen. Ich sollte von dieser Invasion erzählen, möglicherweise. Das könnte hilfreich sein für irgendeinen Fall. Im Falle einer Invasion zum Beispiel. Neptune, ich habe etwas für dich. You approach the king. He smiles and graciously accepts his trident from you. Then he calls everyone to attention. To commemorate the return of my trident. And to honor King Graham's success, oui. I hereby call for a celebration. Oui, eine Celebration, ich meine ein Fest. The celebration lasts for some time,
You eat, drink, and have a merry time with many of the Mer people. After a few hours, the festivities wind down, and you finally have a chance to speak with Neptune alone. Endlich! The terms of nature represent the three stages of life. Oui? Water gives birth to life, and thus what I have given you is the first of three. Second is the growth. Du hast eine große Gesicht. Air gem, for air sustains life and permits it to grow. How might I find the growth gem? I know only that its location is as far above the surface of the land as we are below it. Das ist ziemlich hoch. I cannot aid you. A smirk crosses Neptune's face momentarily. You might say that air is not exactly my element. No, nicht wirklich. You decide that the beverages consumed were to blame for that one. And the third gem, Your Majesty? Third is the death gem. The completion of life and the natural order of things. The door of destiny understands this now, as did the ancients who imprisoned the soul within. Oh, she's so far, so far, mon dieu. I had hoped you would have no business venturing to the castle. Kalima was once ruled from that place, but sadly her people have not seen their lord for quite some time. But if you please, I would prefer not to dwell upon this subject. You have done me a great service this day, and I thank you. Good luck, King Graham, and good speed. Bis bald, Neptune, bis bald, mehr people. Ich habe viel Spaß gehabt. Und ich denke, ich beende diese Part the underwater kingdom and head back towards Video the surface. Ihr. What an incredible experience. You are certain you will never forget the adventure you just had. Additionally, you have acquired one of the gems. As you resurface, you realize that the magic which allowed you to breathe underwater has now subsided. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, abonniert den Nils-Kanal, denn dann gibt es immer mehr zu sehen. Und wenn ihr gerne etwas sagen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, in Ordnung? Oh mein Gott, das war ein Abenteuer. Ich bin so fertig und das hat so lange gedauert. Ansonsten bleibt mich nur zu sagen, wie er immer sagt, ich liebe euch alle. Bis bald!